80 Tage sind rum, 10.000 Kilometer sind gefahren. Das ist ein guter Zeitpunkt, um ein Resümee zu ziehen. Wie hat das alles geklappt? Insbesondere noch, weil ich jetzt auch hier den ersten Abschnitt in Griechenland abgeschlossen habe und der zweite Abschnitt in Israel und den arabischen Ländern vielleicht nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Ein ganz wichtiger Punkt für mich, Stressvermeidung, Datenstress. Also da habe ich ja echt ein Problem mit, wenn ich Gigabytes, Terabytes von Material habe und die liegen unsortiert irgendwo rum. Da kann ich nicht mit umgehen. Also für mich ist ganz wichtig, einzelne Abschnitte immer vernünftig abzuschließen. Und da hilft mir natürlich auch der YouTube-Kanal. Wenn ich ein Land bereist habe, dann stelle ich das Video zur Verfügung und dafür ist dann für mich dieser Abschnitt abgeschlossen. Bumm, dann kann ich meinen Kopf und meine Gedanken im nächsten Abschnitt haben, ohne ständig daran denken zu müssen, oh wei, Mensch, du hast jetzt hier noch 100 Gigabyte von der Türkei 3 Tour übrig, die musst du sortieren, dass, ne, sonst, man weiß, wie das ist, es wird einfach nicht mehr gemacht. Und Erinnerung geht verloren, Struktur geht verloren, von daher ganz wichtig, Abschnitte bearbeiten, abschließen. Die Zeit, die nehme ich mir. Und das erfolgt immer nach demselben Muster. Ich teile ein Land beispielsweise in einzelne Abschnitte auf. Nehmen wir jetzt die Griechenland-Abschnitt. Da habe ich die Strecke bis Kalamata, da habe ich die Strecke bis Mania, da habe ich die Strecke dann bis Mystras und so weiter und so weiter. Ich lege mir Unterordner an, Fotos und Videos, die werden gefüllt. Damit habe ich schon mal eine Vorsortierung gemacht und Müll kommt gleich raus. Dann werden einzelne Videos in einen Ordner kopiert für YouTube beispielsweise oder nicht beispielsweise für YouTube und die werden dann zum Film bearbeitet und damit kann ich wunderbar arbeiten und habe meine Kapitel der Reise abgeschlossen. Dazu kommt noch die textliche Bearbeitung in Form des Blogs und dann ist dieser Abschnitt aus meinem Kopf raus und es ist keine Belastung mehr, dass ich das vor mir herschiebe, die Bearbeitung, denn ganz ehrlich, wenn ich 300, 400 Gigabyte Material habe und ich soll die aufarbeiten, das kriegt man gar nicht mehr hin, vernünftig. Also da muss man sich 2, 3 Tage Zeit nehmen und nichts weitermachen wie Video und Fotobearbeitung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, um mental für den nächsten Abschnitt bereit zu sein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist das Konzept Defender 110. Hat sich das bewährt? Und da gibt es ein ganz klares Jein. Die Länder, die ich bereist habe, mit den Temperaturen ermöglichen ein Leben draußen. Die Küche ist draußen, alles spielt sich, oder das meiste spielt sich draußen ab. Und da hat sich dieses Konzept absolut bewährt. Es kann ganz anders aussehen, wenn ich in skandinavischen Ländern unterwegs bin, wenn ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich mit viel Regen zu rechnen habe und ich die Möglichkeiten, draußen zu leben, nicht habe. Das kann nochmal eine ganz andere Geschichte sein. Aber auf dieser Route in den ersten 80 Tagen mit dem Wetter, das ich hatte, tipptopp. Der größte Vorteil am Defender 110 ist natürlich seine Größe. Sei es, dass ich die Kosten habe, wenn ich Mautstraßen fahre, wenn ich Verschiffungen habe, da spielt doch die Größe eine ganz große finanzielle Rolle auch. Es ist, denke ich mal, zum größeren Fahrzeug, zum LKW, 50%, die ich dort einspare. Dann ist die Größe natürlich ein wesentlicher Faktor, wenn ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich mit schmalen Straßen habe, so wie hier zum Beispiel.
Die Offroad-Eigenschaften, die sind natürlich unbestritten. Also es gab bis jetzt kein Ziel, an das ich nicht gekommen bin. Und die Grenzen, was mit diesem Wagen möglich ist, die habe ich noch nicht erreicht. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich in den Wüstengegenden unterwegs bin, wie ich damit zurechtkomme. Aber ich denke nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten geben wird, dass ich mit dem Defender nicht mehr weiterkomme. Das Platzangebot, auch wieder bezogen auf die Länder, die ich jetzt bereise, mit den warmen Temperaturen, ist absolut ausreichend. Für mich alleine sowieso, aber auch zu zweit ist das überhaupt kein Problem. Es kann anders aussehen, wenn man in kälteren Gegenden unterwegs ist, wo man dicke Jacken hat, wo man fette Boots hat und andere warme Dinge braucht. Dann weiß ich nicht, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Das kann dann anders aussehen. Extrem bewährt hat sich der dritte Schlafplatz downstairs. Also gerade in Gegenden, wo ich das Dach nicht aufstellen möchte, weil ich mich unsicherer fühle, schlafe ich sehr gerne unten. Bei Sturm, bei Regen ist das ein wunderbarer Platz. In Städten ist das ein wunderbarer Platz. Also das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ein Punkt, über den ich noch berichten kann, ist, welchen Unterschied gibt es, wenn ich zu zweit unterwegs bin, was wir ja die ersten 4 Wochen waren, zu dem Rest der Reise, die ich alleine gemacht habe. Fangen wir mit dem Duo an. Also Inspiration und Begeisterung zu teilen, ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man zu zweit unterwegs ist. Das ist bei mir als Alleinreisender natürlich schwierig. Also das kann ich nur digital machen. Ich kann Aufzeichnungen machen. Ich kann über WhatsApp live von einem Ort berichten. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man zu zweit unterwegs ist. Man hat eine klare Aufgabenteilung. Das spielt sich einfach ein, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man hat mehr Zeit, Dinge zu tun, weil man Aufgaben teilt. Dann haben wir das Thema Orientierung. In Städten ist es alleine extrem stressig, auf den Verkehr aufzupassen, auf die Orientierung aufzupassen, gucken, was sagt mir das Handy jetzt, wo soll ich langfahren. Das ist zu zweit mega besser. Auf gar keinen Fall zu vergleichen mit der Situation, die ich jetzt habe. Ich kann mich eigentlich gar nicht auf den Ort konzentrieren. Ich muss auf den Verkehr aufpassen und gucken, dass ich irgendwie die Richtung halte, um zu dem Ort zu kommen, wo ich hin will. Im Gelände genau das Gleiche. Ich würde mir schwierigeres Gelände, wie ich es bis jetzt gefahren bin, alleine vielleicht gar nicht zutrauen. Also dort fährt man andere Strecken vielleicht, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man kann mal schauen, man kann gucken, wo fahre ich hin, wo fahre ich gegen, ne? All solche Geschichten. Strecken aufnehmen. Also die Möglichkeit, die ich habe, Videos unterwegs aufzunehmen, sind natürlich zu zweit enorm besser. Ich könnte mit der Drohne fliegen, während die Begleitung den Wagen fährt oder umgedreht. Ich könnte zusätzliche Aufnahmen machen, einen anderen Blickwinkel haben, weil zu zweit das einfach möglich ist. Alleine geht das nicht. Da kann ich nicht noch die Drohne bedienen. Ich habe keine Verfolgerdrohne, sondern nur eine einfache Drohne. Funktioniert nicht. Das sind enorme Vorteile, zu zweit zu reisen. Die Kosten können halbiert werden. Auch ein wichtiger Punkt. Also alleine reisen ist da schon ein großer Unterschied. Der Vorteil beim Alleine reisen ist natürlich, ich habe einen Gedanken, ich treffe eine Entscheidung, ich setze sie um. Keine Diskussion, das mache ich dann einfach so. Ich kann Dinge sehr viel flexibler entscheiden. Ich bin spontaner, es gibt weniger Diskussionen, es gibt ja, weniger Stress bei Entscheidungen, die man fällen muss. Alles in allem muss man sagen,
wäre ich doch schon lieber zu zweit unterwegs als allein. Streckenweise genieße ich das alleine sein, mit Musik an und so weiter. Das ist schon cool, aber letztendlich tendiere ich persönlich doch eher dahin, zu zweit zu fahren. Der Punkt Sicherheit, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Auch das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man zu zweit unterwegs ist, weil man kann auf seine Klamotten besser aufpassen. Man kann Dinge tun und trotzdem hat noch jemand ein Auge aufs Auto und so weiter. Das kommt natürlich noch dazu.